Mit dem Reifen die 19-jährige Dörte Koch vom TSV Schmieden bei Stuttgart, gestern siebte im Vierkampf. Wegen des Abiturs hatte sie einen Trainingsrückstand aufzuholen. Gestern nicht in allerbester Verfassung, mit kleinen Fehlern hier und da. Doch heute macht sie einen besseren Eindruck, einen sichereren. Hohe Würfe, sicher aufgefangen. Vier mittlere und vier höhere Schwierigkeiten muss seine Übung enthalten. Auch dieser Wurf gelungen. Sie besitzt sehr viel Erfahrung, ist die älteste der 29 Teilnehmerinnen hier beim internationalen DDB-Pokal in Karlsruhe. Deutsche Vizemeisterin der beiden vergangenen Jahre und vielleicht noch ein, zwei Jährchen aktiv. Ja, schon jetzt kann man sagen, dass dies eine gelungene Vorstellung von Dörte Koch gewesen ist. Viel Beifall hier für die 19-Jährige vom TSV Schmieden, dem neuen Leistungszentrum der rhythmischen Sportgymnastik in der Bundesrepublik Deutschland, nachdem ja der TV Wattenscheid in letzter Zeit nicht mehr allzu positiv von sich reden machte und auch die deutsche Meisterin Marion Rotha in einem internen Ausscheidungstest hier in Karlsruhe nicht unter die Besten kam.